Denn der Feind meines Feindes ist eben nicht immer mein Freund. Gute Beispiele sind ja für mich, also du kannst das anders sehen, wenn du willst, MGTOW und die Andrew Tates dieser Welt. Beide Ideologien sind doch recht einseitig und sorgen in der Praxis eher dafür, dass Mann und Frau weiter auseinanderdividiert werden, anstatt ein harmonisches Beziehungsleben zu erwirken. Also es kommt dasselbe raus wie beim gesellschaftlichen Status quo. Ist denn alles schlecht, was aus diesen Richtungen kommt? Na, sicher nicht. MGTOW beispielsweise erkennt, dass Männer ihren eigenen Weg gehen sollten, wie es der Name schon sagt. Logisch, das tun hochwertige Männer ja sowieso. Dafür brauche ich Frauen aber nicht geringschätzen und mich auch nicht im Keller einschließen, um dort NoFap für mehr Testosteron zu praktizieren, was wissenschaftlich eine komplette Mär ist. Und Andrew Tate, der erkennt, dass schwache Männer nun mal Fußabtreter sind und Frauen jenen Männern verfallen, die Macht und Einfluss besitzen. Auch das ist logisch und ein zeitloser Fakt. Dafür muss ich aber nicht predigen, dass Männer keine Beziehungen mehr eingehen sollten und Transgender-Frauen die besseren Frauen sind, weil alle biologischen Frauen ja vollkommen verkommen wären. Also da sollte man schon ein bisschen genauer hingucken, wem oder was man so folgt.